Da ich jetzt kein Auto mehr habe, muss ich viel zu Fuß laufen oder mit der ÖV bin ich auch viel unterwegs. Und mir passieren immer so komische Sachen. Also, letzte bin ich so an eine Ampel angelaufen. Gegenüber war eine Frau von mir. Und die Ampel war rot. Weit und breit kein Auto in Sicht. Beide hätten können laufen. Aber ich bin Schweizer. Rot heisst bei mir Stopp. Ich warte. Ich laufe erst, wenn es grün ist. Und die gegenüber war wahrscheinlich auch eine Schweizerin, weil sie auch relativ lang am Warten war. Die Ampel ist aber nicht grün geworden. Und irgendwann hat die Frau die Ampel angefangen anzuschreien. Und sie schreit so: Heiler Zack! Wann wird sie da endlich mal grün? Und ich von der anderen Seite: Kannst du ja laufen! Weit und breit kein Auto in Sicht! Und sie: Aber es ist rot! Und ich weiß! Dann ist die Ampel endlich grün geworden. Ich so: Oh oh. Und dann ist da entstanden, was eigentlich nur in der Schweiz entstehen kann. So eine klassische Schweizer Konfrontation. Ich dachte so, in der Mitte des Fußgängers wird jetzt geschlägert. Weißt du, was ich meine? Ich bin schon darauf vorbereitet. Sie läuft mir entgegen, ich laufe ihr entgegen. Und in der Mitte sagen wir einfach beide so: Grüezi. Das war es. Das ist. Im Zug ab und zu passiert es mir auch mal, dass ich angesprochen werde auf meine Tattoos. Also meistens auch ein bisschen. Ah, jetzt habe ich eine ältere Frau sagen und schaue automatisch in den. Tut mir leid. Es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Es tut mir mega leid. Ich habe einfach so ein bisschen etwas Graues gesehen und habe. Oh, es tut mir so leid, Mann. Oh, es tut mir so leid. Die älteren Frauen hier oben und. die sprechen mich dann an. Dann werde ich am Lachen gesprochen auf meine Tattoos. Und dann heisst es immer so: Wer Tattoos hat, kennt es vielleicht. Die erste Frage ist immer: Was hat denn das für eine Bedeutung? Und meine Tattoos, ganz ehrlich, haben keine Bedeutung. Keins hat eine Bedeutung. Aber die Leute verstehen das nicht. Wenn ich sage, es hat keine Bedeutung, die Leute gehen so: Oh mein Gott. Ich würde ja nie etwas ohne Bedeutung machen. Und was das alles kostet. Immer da, immer die. Und ich hatte eine Ex-Mitarbeiterin, wir hatten zusammen eine Fahrgemeinschaft. Sie ist immer gefahren, das ist ein anderes Thema. Und sie immer, nach dem Feierabend, ist sie zu mir gekommen. Ich bin zu ihr ins Auto gestiegen. Sie so: Hey Fabio, gell, deine Tattoos, die haben keine Bedeutung. Die so: Nein, Sabrina, die haben keine Bedeutung. Sie so: Oh mein Gott. Ich will ja nie etwas ohne Bedeutung machen. Und was das alles kostet. Fabio, du weißt schon, dass Tattoos lebenlang bleiben. Und ich so: Ja, ich weiß, ich weiß. Und dann irgendwann bin ich mal eingestiegen, wieder Feierabend gehabt. Und sie ist ganz traurig, sie hat nichts gesagt. Ich so: Hey, was ist los? Und ich so: Fabio, ich muss dir etwas sagen. Und ich so: Ja, was ist denn? Sie sagt: Ich bin schwanger. Ich so: Hey, das ist doch super. Gratuliere. Und sie so: Nein. Weißt du, es war ein One-Night-Stand. Ich so: Hey, das macht doch nichts. Ich bin überzeugt, dass du eine gute Mutter wirst. Und dann geht sie so in sich zusammen und ich sie wollte aufmuntern. Ich so: Hey, schau mich an. Schau mich kurz an. Schau mich kurz an. Und dann schaut sie mich an. Und ich so: Ich will ja nie etwas ohne Bedeutung machen. Und was das alles kostet. Du weißt schon, dass ein Kind das Leben lang bleibt. Mein Name ist Fabio Landa. Danke vielmals, dass du bei mir. Merci vielmals. Merci.
steht zusammen. Wenn ihr Tattoos ohne Bedeutung habt oder sogar ein Kind ohne Bedeutung gemacht habt, dann abonniert den Kanal und zwar auf dem Button.